ich bin Johannes, ich bin Pfarrer im EOW und ich möchte ein paar Gedanken mit euch teilen zu den zwei neuen Songs von UC. Vielleicht saßt du schon mal in einem Gottesdienst und hast dich gefragt, hey, warum machen hier auf einmal alle das Gleiche? Stehen auf und sagen irgendwas im Chor und setzen sich dann wieder hin und wieso spricht man da immer wieder dieselben Worte? Ganz egal, was eigentlich gerade für ein Tag ist. Ist das nicht total unauthentisch? So im Chor irgendwelche uralten Worte, fast schon wie magische Beschwörungen vor sich hin murmeln. Ist es nicht eigentlich gerade das Coole, dass wir total frei mit Gott leben können? So wie wir sind, wie es uns gerade geht, mit unseren eigenen Worten. Eigentlich berechtigte Fragen. Jetzt ist aber das Krasse, mit diesen uralten Worten feiern Menschen schon seit tausenden von Jahren Gottesdienst. Klar, oft in unterschiedlichen Sprachen, aber die Worte, die sind dieselben. Haben das die Menschen also früher einfach gar nicht gewusst, dass wir auch einfach so mit Gott reden können? Oder sind sie einfach zu faul, sich was Neues zu überlegen? Ich glaube, das hat einen anderen Grund. Und ich muss sagen, inzwischen liebe ich diese alten Worte. Und das bewegt mich immer wieder total, wenn ich sie in einem Gottesdienst oder auch so mit anderen sprechen kann. Es ist vielleicht ein bisschen wie in einem Fußballstadion, in der Fankurve. Vor tausenden von Fans, da sitzen Ärztinnen und Arbeitslose, Polizisten, Lehrer, Schüler, Klempnerinnen, Kinder, Erwachsene, Jugendliche, die sind alle total unterschiedlich. Und sie haben vielleicht auch ganz verschiedene Arten, wie sie ihre Mannschaft feiern und anfeuern. Der eine, der schimpft gern über einen Schiedsrichter, die andere klatscht und noch einer singt. Wenn wir die zu Hause vor ihren Fernsehern beobachten könnten, dann könnten wir das wahrscheinlich sehen, wie unterschiedlich sie sind. Aber wenn sie gemeinsam im Stadion sind, dann passiert da plötzlich was. Aus diesen verschiedenen Leuten wird auf einmal eine Einheit. Meistens steht da vorne sogar jemand mit einem Megafon und stimmt ein Lied an und nach zwei, drei Worten singen oder schreien alle mit im Chor. Ganz egal, ob sie gerade privat gute Laune haben, ob es da gut läuft oder nicht. Ganz egal, wie es gerade zu Hause, auf der Arbeit oder in der Schule ist. In diesem Moment, da zählt nicht mehr das, was sie unterscheidet. Es zählt das, was sie verbindet. Ihre Mannschaft, ihr Verein. In diesem Moment, da werden sie Teil von einer neuen Gemeinschaft. Sie werden zum 12. Mann. Und ich glaube, wenn in der Kirche solche alten Worte gesprochen oder gesungen werden, dann passiert sogar noch was Krasseres. In diesen Momenten, da erlebe ich, ich bin Teil von etwas Größerem. Teil von einer Gemeinschaft, die nicht nur die ganze Welt umspannt, sondern die auch durch die Zeit über Jahrtausende zurückgeht. Und eine Gemeinschaft, in der es um was viel Größeres und Besseres geht, als nur darum, wie jetzt ein Fußballspiel ausgeht. Es ist eine Gemeinschaft von Menschen, deren Leben Gott auf den Kopf gestellt hat. Da gehöre ich mit meiner Situation dazu, genauso wie alle Leute um mich herum. Wir sind unterschiedlich. Für uns allein, da würden wir wahrscheinlich anders mit Gott reden, aber in den alten Worten, die wir gemeinsam singen oder sprechen, da werden wir eins. Und ganz egal, wie ich mich gerade fühle, ich bin Teil von diesem viel Größeren und ich kann mich und meine Situation reinlegen in die Worte, die wir gemeinsam sprechen. Und ich kann die Worte auch dann noch mitsprechen, wenn ich gerade keine eigenen habe. Und das liebe ich. Und gleichzeitig liebe ich es, wenn diese alten Worte auch immer wieder ein neues Kleid bekommen. Neue Musik, neue Melodien. Und genau so ist es ja bei den neuen Songs von UC. Ursprünglich stammen die von den Oslo Soul Children und den Oslo Soul Teens aus Norwegen. Und ich finde, diese Songs zeigen, was für eine Kraft und was für eine Tiefe in diesen uralten Worten steckt. Gloria, Ehre sei Gott in der Höhe, die Freude der Engel, als sie den Hirten erzählen, jetzt wird Friede auf dieser Welt, weil der Retter geboren ist. Oh, 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 oh. Segens. Schon lange bevor Jesus auf die Welt kam, wurden sie über Gottes Volk Israel gesprochen. Immer und immer wieder. Gott, der Herr, segne dich und behüte dich. Und gerade bei dem Segen merke ich, das sind nicht einfach nur Worte. Hier hat Gott etwas von sich selbst eingelegt, von seiner Energie, von seiner Kreativität und von seiner Liebe. Und diese Worte gelten für mich. Ich möchte euch herausfordern, wenn ihr diese Songs anhört, mitsummt oder auch so richtig laut mitsingt oder
auch wenn ihr das nächste Mal in einem Gottesdienst seid, in dem die Form euch irgendwie alt und fremd vorkommt. Denkt an diese große Gemeinschaft, zu der ihr gehört. Egal woher wir kommen, wie es uns gerade geht, mit diesen alten Worten machen wir klar, wir gehören zusammen. Und wer weiß, vielleicht singt ihr diese neuen Versionen ja auch bald mal in einem Gottesdienst in eurer Gemeinde. Ich wünsche euch dabei viel Freude. Macht's gut. Dieses Video angeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, dann dürft ihr richtig gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wir würden uns riesig freuen. Oder ihr könnt auch super gerne einen Kommentar hinterlassen, dann können wir uns ein bisschen mit euch connecten. Auch das würde uns riesig freuen. Falls ihr irgendwelche anderen Songs sucht oder Infos, die stehen alle hier unten in der Infobox. Wir freuen uns riesig, dass ihr Teil unserer Community seid. Verfolgt uns gerne und stay tuned. Es kommen Hammer-Songs. Bis zum nächsten Mal.